Jo Leute, da sind wir wieder zum neuen Part von The Witcher 3. Es ist Vollmond, es ist Nacht. Er labert mich voll. Und wir suchen jetzt erstmal hier einen Schmied. Ob wir den finden? Eigentlich müsste da hier irgendwo einer sein, oder? Ich sehe hier leider nur Soldaten. Fuck, bin ich irgendwie. Ich nehme mich nicht an. Ich bin hier irgendwie nicht in ein Dorf, wo normale Menschen sind, oder? Nur so eine Kacksoldaten. Ach Mann. Ah, okay, dann müssen wir woanders hin. Westtor, okay. Galgenhügel. Oh, so viel. Schleifstein. Hier müsste doch einer sein, oder? Oder hier. Eine Taverne. Ach, gehen wir einfach hier hin. Ich hoffe, wir haben auch dann genug Geld. Das ist ja immer das Hauptproblem. Ach ja, hier müssen wir auch noch einen Auftrag machen. Den könnten wir eigentlich auch noch machen, theoretisch. Ach, das ist so immer alles. Man weiß nicht, wo man zuerst anfangen soll. Wo ist jetzt hier ein Schmied? Nee. Bestimmt oben, ne? Ja, boah, es ist schon wieder alles voll. Ach, warum will er denn immer hier, genau an dieser Stelle hoch? Macht doch gar nichts. Das hier ist ein. Was bist du? Von dem müssen wir auch noch was. How may I assist you? Wouldn't mind a look at your stock. Ich verkaufe erstmal ein bisschen was. Sowieso wieder alles voll. Das auf jeden Fall nicht. Das auch nicht. So am besten die Sachen, die sowieso scheiße sind. Was wir nicht wirklich brauchen. Hm. 85 kriegt man dafür. Meine Fresse. Muss schon selten sein, wenn man dafür so viel kriegt. Okay. Mann, wir haben so viel Shit. Wir können keine Tränke oder sowas herstellen. Ziegenhaut. Was hast du denn so? Ach, naja. Jägerhandschuhe. Ah, das können wir jetzt kaufen, ja? Können wir bestimmt sowieso wieder nicht herstellen. Reparieren. Was kostet's? 69. Fuck you. Okay, dann müssen wir was noch verkaufen. Ich hab's ja auch hier. Na gut, sollen wir das wegmachen? Ist sowieso hässlich. Auch wenn es. Ja.
mich verstärkt, aber ich möchte auch gut aussehen. Also es muss mir gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt es einen oder den einen oder den anderen von euch, aber mir nicht. 77, das müsste reichen, oder? Okay. So. Okay, dann gucken wir mal. Quest. Boah, was? Level 16. Fehlschlag? Im Kampf gefallen. Was sollen wir machen? Eine Einladung? Ah, von der. Wildes Herz. Wo ist das denn mit dem Bruder? Ist das das, was hier Fehlschlag ist? In Weißgarten. Können wir das nochmal machen vielleicht? Ich probiere mal was. Wir müssen erstmal eine Schnellreise machen. Und ich gehe voll verkehrt. Das wäre jetzt blöd, wenn wir die Mission nicht mehr machen können. Das finde ich denn echt kacke. What's that you're muttering? So. Schnellreise. Das war in Weißgarten. Hier ist ja auch noch einiges zu erledigen. Upsala. Wo waren das jetzt aber? Zerstörtes Dorf. Tralala. Hier, oder? Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Das finde ich cool gemacht, dass da mal so eine kleine Comics-Sequenz kommt. Das sieht eigentlich ziemlich gut gemacht aus, aber das wiederholt sich ziemlich oft auch, sobald man jetzt hier eine Schnellreise macht. Nun denn. Wir sind auf jeden Fall richtig. Wir gehen mal zum Request-Board. Weil manchmal kommen die Aufträge, glaube ich, wieder. So viel doch nicht richtig? Ach so, wir sind auf der anderen Seite. Hier ist unser Freund. So, da hängen wieder Sachen. Ja.
Der animiert mich dazu. Quest, Familienangelegenheiten. Das war mit dem Baron. Das sind die Hauptquest. Ist ja kacke irgendwie. Ich verstehe das nicht. Wo sind denn diese Aufträge? Teufel beim Brunnen, machen wir das jetzt einfach. Genug hier mit der Zeitverschwendung. Kings do the fighting. Außerdem ist Stufe 2, also hätten wir schon längst machen sollen. Jetzt machen wir mal ein paar Nebenquests und dann mal sehen. Greetings, good man. Having trouble with your well? That's what I read. Aye. 'Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? 'Cause earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle it's turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that, if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And don't let any man near. This ghost, describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith, or maybe an alp. If you don't wallop it, master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Reden wir über meine Belohnung. I feel for you, but this is my job, so let's talk about my pay. Something not right with the coin? Gib mir 25. Near in my life have I seen a sum approaching that. Right on his chest there, Master Witcher. Have Nein, you no shame to look a poor man? Dann nicht. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel. A settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off. Please. Wir geben unser Bestes. So, da du uns aber nichts gegeben hast, mit dir kann man nicht feilschen, du Arsch. Such den Geist, der im Brunnen spukt. Okay. Eine Eule? Ich sammle mal ein paar Kräuter hier so ein. Vielleicht könnte ich die gebrauchen. Verlassenes Dorf. The infamous well. Strange, no sign of a ghost. Maybe it only shows at a certain time of day. Grass around the well scorched.
erstmal ein bisschen einsammeln, würde ich sagen. Und nebenbei nach Info suchen. Journal might be useful. Ein Tagebuch. Ich habe es jetzt nur grob gelesen. So hilfreich war es jetzt nicht. Ui, was steht denn hier alles? What the fuck? Was ist da draußen? Around the well scorched. Kann ich hier runter irgendwie? Ich möchte jetzt nicht springen, vielleicht sterbe ich sonst. Ist da Wasser oder so? Okay. Klasse, sind wir im Brunnen unten. Hier kommt er nicht hoch, oder? Muss hier hoch? Okay, dann müssen wir hier irgendwie runter. Da bin ich ja gespannt, wo es uns hinführt. Und hier leuchtet alles. Oh weia, wir müssen uns beeilen. Schneller. So, was hat uns das jetzt gebracht? Gibt es hier irgendwelche Hinweise?
Nicht wirklich. Gehen wir nochmal zurück. Da muss es doch irgendwas geben. Oh. What the fuck, Alter. Alter. Nein, falsches. Auch falsches. Verpiss dich. Vielleicht sowas hier. Gott. Ja, sowas hier. Hey. She fled, but she'll be back tomorrow. Something's keeping her here. Das war's jetzt, oder was? Morgen kommt sie wieder. Soll ich jetzt bis morgen warten, oder wie? Ich soll was lesen. Sie ist ja ein Geist, oder? Teufel im Brunnen. Was macht sie denn da? Wirksam im Kampf. Bomben. Was wir gerade gemacht haben. Something's tied the Noonwraith to this place. An object. Something she needs before she'll leave this world. Okay, jetzt müssen wir was finden, was sie hier hält. Irgendwas. Also hier hatten wir dieses Tagebuch gefunden eigentlich. Was ist hier? A man. Stabbed with a knife, died on the spot. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More blood stains over there, but it's not his blood. Das ist echt krass, was alles herausfindet. Blood stains, barely visible. Someone was dragged this way, someone who was still alive. Palm prints in blood, small hands, a woman's. Someone dragged her out. She was wounded. Fought for her life. No body in sight, but might still find some tracks. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Another print by the well. Sie umgebracht wurde? Und man sie dann hier runtergeworfen hat. Bloodstains. Almost faded, but the line's taut. Something's not right. A corpse, hanged by the bucket rope. Oh. Woman the journal belonged to, must be. Also wurde sie ermordet. Wide pelvis, small jaw. A woman, around 30 judging by the teeth. Left arm's missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Gotta jump down there. Hope I don't break my legs.
Ja, das hatten wir schon. Pelvis, sollen wir da unten... Und da wieder. Na toll. Na gut, ab geht's. Muss ja irgendwo hier liegen, oder? Da ist was. Ist ein bisschen schwierig, gerade hier was zu nehmen. So, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurückschwimmen. Damn it. Lucky not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription. To Claire. From Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Lovely craftsmanship. But I'll have to burn it with the body to get rid of the Noon Wraith for good. Better do it near the well. Ja, nicht nur der Schmuck ist, dass es schade ist, das zu verbrennen. Ist auch schade, dass ich umgebracht wurde. So eine Schweinerei immer. Warum muss man Menschen immer umbringen? Aber diese Welt da ist sowieso richtig grausam. Da tötet man schon für, was weiß ich, für Alkohol. Need to prepare for this fight. Brew some wraith oil, drink some potions. Du kannst ruhig mal auftauchen. So. Ich soll mich vorbereiten. Was kann ich nicht tun? Ich bin nur hier rauf. Na gut, bevor ich jetzt hier alles verbrenne, mache ich erstmal hier einen Cut und dann bis zum nächsten Part. Bis dann!